In diesem Video möchte ich noch ein Beispiel zeigen zur Konstruktion einer Ortskurve. Als Schaltung soll mal dieses Beispiel dienen, in der ein Widerstand und eine Kapazität zueinander in Reihe geschaltet sind und parallel dazu gibt es noch einen zweiten Widerstand. Und dieser Widerstand, der hier parallel geschaltet ist, den nenne ich mal R2, der soll variabel sein. Dieser Widerstand R1 und die Kapazität, die sind fest, die Frequenz ist auch fest. Und das, was gesucht ist, ist die Impedanz und Admittanzkurve in Bezug auf diese beiden Klemmen. So, um das jetzt zu konstruieren, male ich zwei gaussische Zahlenebenen, zwei komplexe Zahlenebenen. Und zwar einmal für die Admittanz, das hier soll der Realteil der Admittanz sein und das ist der Imaginärteil der Admittanz. Und ich habe jetzt nur den ersten Quadranten gemalt, weil das ja eine Schaltung ist, die nur aus Widerständen und einer Kapazität besteht, die also immer ohmsch kapazitives Verhalten hat und ohmsch kapazitive Admittanzen haben immer einen positiven Realteil, einen positiven Imaginärteil und sind deshalb nur im ersten Quadranten dieser komplexen Zahlenebene. Und ich male noch eine zweite komplexe Zahlenebene für die Impedanzen, das ist der Imaginärteil der Impedanz und das ist dann der Realteil der Impedanz und Impedanzen von ohmsch kapazitiven Schaltungen haben immer einen positiven Realteil, aber einen negativen Imaginärteil, deswegen brauchen wir nur diesen vierten Quadranten. So, wie kann man jetzt anfangen? Wir können uns eben erstmal anschauen, wie ist denn die Impedanz von diesem Widerstand? Die Impedanz ZR1, das ist einfach R1 und das ist ein fester Wert, der einfach nur reell ist. Und das heißt, das ergibt hier einen Zeiger, keine Ortskurve, sondern einfach einen Zeiger mit irgendeiner bestimmten Länge. Das soll ja hier nur qualitativ gemalt werden, in dieser Impedanz. In dieser komplexen Zahlenebene für die Impedanzen. So, genauso können wir auch sagen, die Impedanz von der Kapazität ZC ist 1 durch J Omega C. Und 1 durch J kann man auch als minus J schreiben. Und das ergibt dann eben einen Zeiger. Auch das hängt ja nicht von dem R2 ab. Ein Zeiger mit einer bestimmten Länge, der hier nach unten zeigt, den zeichne ich auch mal irgendwie mit irgendeiner Länge ein. Das ist das ZC, nicht ZC1, es gibt ja nur ein C, ZC. So, und diese beiden Elemente sind jetzt in Reihe geschaltet. Also können wir schreiben, dass ZR1C die Impedanz von diesem Zweig hier oben, von der Reihenschaltung dieser beiden Elemente, die ergibt sich eben aus der Summe von dem ZR1 und dazu addiert ist eben, wie das in einer Reihenschaltung üblich ist, die Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung ergibt sich aus der Summe der Einzelimpedanzen. Einfach diese Summe. So, und die Idee von Ortskurven ist natürlich, oder von Zeigerbinden, ist jetzt diese Summe, dieses Plus hier nicht auszurechnen, sondern grafisch zu lösen. Und dazu können wir jetzt einfach den Zeiger von der Kapazität, das ZC, nochmal an das Ende des Zeigers von dem ZR ranmalen. Also ne, das wäre jetzt eben ZR plus ZC oder man könnte das auch andersrum machen. Für die Addition gibt es ja auch ein Kommutativgesetz. Das heißt, man könnte die Reihenfolge der Summanden vertauschen. Und wir könnten auch erst ZC plus R1 rechnen. Und in jedem Fall kommt dann halt dieser Zeiger hier raus, der einfach die Summe von den beiden ist. Das ist jetzt die Impedanz ZR1C, die Impedanz von diesem rot markierten Teil von dieser Reihenschaltung hier oben. So, dazu kommt jetzt dieser Teil hier unten parallel. Also schreiben wir mal hin, dass ZR2 ist natürlich einfach R2. Und das R2 ist jetzt variabel
Und das heißt, da kommt jetzt eine Ortskurve raus und die Ortskurve liegt einfach, das ist ja rein reell, einfach auf der reellen Achse. Also zeichne ich jetzt mal hier noch eine orange Linie mit hin. Das wäre die Ortskurve für das R2. Hier wäre die Stelle, wo das R2 gleich 0 ist und hier hinten ist die Stelle, wo das R2 gegen unendlich geht. Das markiere ich mal noch mit so einem Kreuz. Denn jetzt kommt der letzte Schritt und der letzte Schritt ist, wir müssen jetzt die Gesamtadmittanz ausrechnen. Und die Gesamtadmittanz ergibt sich natürlich aus der Summe der Admittanzen dieses oberen Zweiges und dieses unteren Zweiges. In einer Parallelschaltung werden die Admittanzen addiert. Also wir brauchen die Admittanz YRC1 und wir brauchen dazu noch die Admittanz von dem unteren Zweig, die Admittanz YR2. Und die können wir uns jetzt erstmal zusammenbauen. Und zwar ergibt sich eben das YR1C ergibt sich aus dem 1 durch Z R1C, was wir hier oben hingeschrieben haben. Das hier ist jetzt genau solche Inversion. Und natürlich ergibt sich auch, das schreibe ich hinten noch hin, das YR2 ergibt sich auch durch das 1 durch ZR2. Auch das ist eine Inversion hier. Also immer, wo dieses 1 durch auftaucht und 1 durch auftaucht, wo wir Admittanzen, Impedanzen in Admittanzen umwandeln oder andersrum könnte man natürlich auch Admittanzen, Impedanzen umwandeln, das sind Inversionen. Und für die brauchen wir jetzt gleich diese Inversionssätze. So, schauen wir, fangen wir mal mit diesem hier oben an, mit der orangen Linie. Das ist hier diese Ortskurve, ist eine Gerade, die durch den Koordinatenursprung läuft. Dann sagt uns der erste Inversionssatz, auch das ergibt wieder eine Gerade durch den Koordinatenursprung auf dieser Seite. Und jetzt können wir noch schauen, diese Gerade hier hat ja überall einen Winkel von 0. Die liegt auf der reellen Achse. Dann sagt uns die Winkelinversion, Winkel von 0 invertiert, muss auch ein Winkel von 0 ergeben. Also liegt diese Ortskurve invertiert hier auch auf der reellen Achse. Da können wir schon mal ranschreiben, das ist das YR2. Das ist die Admittanz dieses unteren Zweiges. Und jetzt geht es noch um diese Punkte. Also hier der Punkt, wo das R2 gegen 0 geht, der hat ja hier einen ganz kleinen Abstand, einen ganz, ganz kleinen Betrag. Der bekommt dann hier einen ganz großen Betrag. Also dann dieser Punkt ist sozusagen invertiert der hier, aber noch bis ins Unendliche verschoben. Das ist die Stelle, wo R2 gegen 0 geht. Und der Punkt hier hinten, das ist der mit einem ganz großen Abstand, mit einem ganz großen Betrag, wo das R2 gegen unendlich geht. Und das ist dann hier, also dieses Kreuz invertiert, ergibt dieses Kreuz hier, das ist die Stelle, wo R2 gegen unendlich geht. So, damit ist das abgehakt. Jetzt müssen wir noch diesen Zeiger hier, diese Impedanz invertieren. Naja, dazu braucht man jetzt nicht wirklich einen Inversionssatz, was man sich halt noch überlegen kann. Also hier gibt es einen bestimmten Winkel, Phi nenne ich den mal. Der ist hier negativ. Wenn wir den invertieren, wird da ein positiver Winkel Phi raus. Und das hat hier eine bestimmte Länge, die jetzt hier, ja, das weiß man ja nicht so wirklich, wie lang die ist hier relativ lang, relativ groß, wenn man was Großes invertiert, wird da was Kleines draus, deswegen zeichne ich die jetzt mal hier drüben ein bisschen kleiner. Das soll jetzt das YR1C sein, eben aus, anhand der Inversion dieser Admittanz, dieser Impedanz ergibt sich diese Admittanz. So, und jetzt müssen wir noch schlussendlich dieses Plus hier ausrechnen an der Stelle. Ja, wir müssen diese beiden Einzeladmittanzen addieren, also diesen Zeiger und diese Ortskurve hier addieren. Was kommt da raus? Naja, wir müssen einfach diese orange Ortskurve hier an das Ende von diesem Zeiger ranschieben und ran addieren. Und dann liegt diese Ortskurve hier. Also das ist dann das Y-Gesamt. Und zwar das Y-Gesamt von in Abhängigkeit dieses Widerstandes R2. Und hier vorne ist immer noch die Stelle, wo das R2 gegen unendlich geht. Ich mache da mal noch dieses Kreuz dran. Und das hinten ist immer noch die Stelle,
in diese Richtung, wo das R2 gegen 0 geht. So, und jetzt sind wir ganz am Ende noch daran interessiert, wie ist dann jetzt das Z-Gesamt dieser Schaltung in Abhängigkeit von R2. Und das ergibt sich natürlich wieder aus einer Inversion. Jetzt nehmen wir diese Admittanz-Ortskurve, invertieren die wieder, dann kriegen wir die Gesamtimpedanz raus. So, jetzt müssen wir schauen, was ist das hier? Das ist im Prinzip eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Dann sagt uns der zweite Inversionssatz, das ergibt einen Kreis, der durch den Koordinatenursprung läuft. Also der Kreis muss schon mal irgendwo hier sein. Und das ist eigentlich auch genau dieser Punkt. Oder hier geht ja die Ortskurve immer länger und immer länger und der Betrag wird immer größer. Und wenn man diesen immer größeren Betrag invertiert, dann wird der halt immer kleiner und geht gegen 0. So, was man auch sehen kann, wenn man jetzt mal Zeiger einzeichnet, die auf diese Ortskurve zeigen, also ein Zeiger und noch ein Zeiger und noch ein Zeiger vom Koordinatenursprung, dann sieht man, dass dieser Winkel hier auf diese Zeiger, der wird immer kleiner und der Winkel Phi hier, der geht gegen 0. Und das heißt, invertiert auf der Seite muss dieser Winkel auch gegen 0 gehen. Das heißt, wir kommen hier aus dieser Richtung, laufen wir in diesen Punkt rein mit einem Phasenwinkel von 0. Nicht hier unten, das wären ja irgendwie minus 90 Grad, sondern von dieser Seite, ne? Wegen diesem Winkel, wegen diesem Phasenwinkel hier. So, und jetzt brauchen wir für den Kreis, also ne, für diesen Kreis, der sich aus dieser Gerade her ergibt, oder das ist ja keine wirklich ganze Gerade, das ist nicht mal eine Halbgerade. Wenn das eine Halbgerade wäre, müsste die noch bis hier gehen. Das ist ja nur sowas wie so eine Viertelgerade. Also für diesen Viertelkreis, der sich ja drüben ergibt, brauchen wir jetzt noch einen zweiten Punkt. Und für den zweiten Punkt nehmen wir einfach diesen hier mit diesem Kreuz. Denn den kennen wir ja schon, den haben wir ja schon mal invertiert. Das yrc1 invertiert ist ja das zrc1. Also landen wir hier mit diesem Punkt. Das Kreuz landet wieder auf diesem Punkt. Und dann muss unser Halbkreis eben durch diesen Punkt laufen oder unser Viertelkreis durch diesen Punkt laufen und muss hier so da an der Stelle ankommen. Und deswegen liegt dieser Viertelkreis, sieht dann eben ungefähr so aus. Das ist das Z Gesamt in Abhängigkeit von R2. Das ist die Impedanz-Ortskurve dieser Schaltung in Bezug auf diese beiden Klemmen oder aus Sicht dieser beiden Klemmen. So, jetzt kann man sich nachträglich noch mal kurz überlegen, ob das so passt. Wenn der Widerstand R2, achso, und wir müssen mal noch die Punkte antragen, also das hier unten ist eben immer noch der Punkt hier, wo das, der mit dem Kreuz, wo das R2 gegen unendlich geht. Und das hier oben ist immer noch der Punkt, so wie es eigentlich auch schon dran steht, wo das R2 0 ist. So, schauen wir nochmal im Vergleich zur Schaltung, ob das passt, wenn man jetzt diese Ortskurve sich anschaut. Wenn dieser Widerstand R2 hier gleich 0 ist, dann ist das ja hier unten Kurzschluss. Dann schließt dieser untere Zweig den oberen Zweig kurz. Da oben wird kein Strom lang fließen, aller Strom wird hier unten lang fließen. Und die Schaltung hat sozusagen keine Impedanz oder liegt in diesem Kurzschlusspunkt, das ist auch so. So, deswegen beginnt die Ortskurve hier. Wenn jetzt dieser Widerstand so ein ganz bisschen größer wird, dann fließt natürlich immer noch ganz viel Strom hier unten lang, aber ein ganz bisschen Strom kann auch hier oben lang fließen und hier oben ist ja eine Kapazität, deswegen kriegt die Schaltung so einen ganz kleinen kapazitiven Einfluss, deswegen steigt die Impedanz an und der Phasenwinkel wird so ein ganz bisschen negativ aufgrund dieser Kapazität. Und das sieht man hier. Also wenn der Widerstand R2 größer wird, steigt die Impedanz an, die wird betragsmäßig größer und die kriegt so einen kleinen bisschen negativen Phasenwinkel. Und jetzt wird dieser Widerstand immer größer und immer größer und dann fließt natürlich hier unten durch diesen Zweig immer weniger Strom und hier oben fließt immer mehr Strom und diese Kapazität hier gewinnt an Einfluss. Und deswegen wird der Phasenwinkel immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann ist dieser Widerstand hier so groß, dass hier unten überhaupt gar kein Strom mehr durchfließt, sondern es nur noch Strom hier oben durch diesen Zweig fließt. Und deswegen landen wir dann am Ende in diesem Punkt, wo die Impedanz einfach, die Gesamtimpedanz dieser Schaltung einfach der Impedanz des oberen Zweiges entspricht, die wir hier als Zeiger eingezeichnet haben, als dieses rote ZR1C. Ja, und das ist dann genau der Punkt, wenn R2 gegen unendlich geht, dann ist das hier unten Leerlauf, dann ist die Gesamtimpedanz einfach die Impedanz von dem oberen Zweig.
Und das funktioniert so und deshalb ist das genau die Ortskurve für diese Schaltung.